Guten Morgen! Heute möchte ich euch über mein Experiment informieren und über den aktuellen Status EOD und damit auch die Bestätigung, dass meine Gewichtsabnahme nicht am erhöhten Rohkostanteil lag, sondern tatsächlich auf EOD zurückzuführen ist. Daraus lässt sich auch für mich nun zweifelsfrei der ultimative Abnehmtipp in seiner Richtigkeit bestätigen. Doch bevor ich euch und mir selber beweise, warum es tatsächlich EOD und nicht, wie von mir selber und auch von euch vermutet, vielleicht der erhöhte Anteil der Rohkost war, möchte ich für meine neuen Abonnenten nur ganz kurz erklären, worum es sich bei EOD handelt. EOD bedeutet Essen ohne Denken und beschreibt ein Essverhalten, was fokussiert ist. Das bedeutet, dass wenn man isst, dabei man keine YouTube schaut oder Fernsehen, auch nicht liest, sich nicht unterhaltet und idealerweise auch nicht denkt. Letzteres kann man natürlich nur, wenn man die Fähigkeit auch besitzt. Wenn man diese Fähigkeit nicht besitzt, dann weise ich nochmal auf mein Video hin zum Thema Nichtdenken und was Ansätze sind und wie man das trainieren kann. Aber das ist nur die letzte Instanz. Schon aufzuhören zu lesen oder mit YouTube zu schauen ist schon absolut die richtige Richtung. Ich habe jedenfalls in 10 Wochen knapp 7 Kilo abgenommen und es war trotz anfänglicher Umgewöhnung die leichteste natürliche Art abzunehmen, die ich jemals durchgeführt habe. Und wer mein Video über meine Abnehm-Odyssee von 165 Kilo auf 105 Kilo angeschaut hat, der weiß, dass ich sehr viel probiert habe. Natürlich, mit Xenical war Abnehmen noch leichter. Das Video da oben findet ihr auch in den Infokarten. Aber das ist Chemie und hatte eben auch so seine negativen Nebeneffekte. Und ja, also von daher wirklich die beste natürliche Art abzunehmen. Und ja, dann hatte ich abgenommen und dann kam auch, initiiert von einer Frage von euch, das weiß ich noch ganz genau, ob diese Umstellung eben an der Rohkost liegen könnte, die ich aber eigentlich schon immer vorangetrieben habe, also den Anteil der Rohkost. Und dann habe ich erst konzipiert für eine Woche und nun hat sich es wieder eingeschlichen, eben den Versuch gestartet und wieder weg vom EOD zu gehen und aber meine Ernährung beizubehalten. Und nun habe ich mich auch bereits vor den Weihnachtsfeiertagen wieder gewogen und festgestellt, dass ich wieder 5, sogar fast 6 Kilo zugenommen habe. Und das ist keine natürliche Schwankung. Und entsprechend werde ich an dieser Stelle das Experiment wieder konsequent beenden. Wie gesagt, es war für eine Woche konzipiert, aber dann habe ich gedacht, ja, vielleicht lag es gar nicht am EOD und habe dann halt wieder gelesen vorrangig. Ja, und nun habe ich es für mich zweifelsfrei festgestellt und der erhöhte Rohkostanteil ist eben nicht dafür verantwortlich, sondern eben das Essen ohne Denken. Und klar ist es jetzt ein blödes Gefühl, wieder 5 Kilo runter zu bekommen zu müssen. Aber für mich war es wirklich sehr wichtig, auch jetzt für mich das wirklich festzustellen. Und ja, dass das, es hat mir keine Ruhe gelassen. War es jetzt der Rohkostanteil oder war es eben das EOD? Und von daher, es musste sein. Von daher, wie gesagt, einerseits schockiert. Aber andererseits auch sehr sehr glücklich, weil ich nun wirklich allen Menschen da draußen, und das ist ja auch meine Intention, dass ich sozusagen, wenn ich Wissen generiere, dass ich das rausgeben kann, da wirklich den Tipp geben kann, dass egal wie sie sich ernähren, ob sie Fleisch essen, ob sie was auch immer essen, aber wenn sie sich, wenn sie abnehmen wollen, einfach nur aufs Essen fokussieren, das müsste ceteris paribus zur Gewichtsabnahme führen. Der Grund dafür liegt eben in einer erhöhten Aufmerksamkeit und Sensibilität gegenüber seinem Sättigungsgefühl. Und damit meine ich nicht nur rein die quantitative Sättigung, sondern auch die qualitative Sättigung, also Mikronährstoffe. Beides wird durch eine erhöhte Aufmerksamkeit auch begünstigt. Wenn ich gerade eine spannende Serie im Internet schaue und habe einen großen Teller vor mir mit Kartoffeln und Grünkohl und was auch immer, den ich sozusagen dabei essen kann, dann konzentriere ich mich in allererster Linie auf die Serie. Und das Essen ist quasi immer so ein angenehmer Nebeneffekt. Beim Unterhalten mit anderen Personen, da ist das ähnlich. Auch beim Lesen und so weiter. Natürlich alles in einer unterschiedlichen Qualität, je nachdem wie stark unser Geist defokussiert ist von der Nahrungsaufnahme. Aber er ist immer defokussiert, wenn wir uns nicht aufs Essen konzentrieren. Aber selbst ja, wenn wir beim Essen eben auch nur an irgendwas denken, was wir noch zu tun haben oder über etwas nachdenken, was in der Vergangenheit passiert ist, immer lenken wir unsere Aufmerksamkeit vom Essen ab. Das ist auch quasi jetzt komplett für jeden nachvollziehbar und logisch, dass wir da gar keine optimale Rückmeldung haben können, was die Nahrung angeht und auch die Qualität der Nahrung.
Wie soll denn der Körper beim Essen uns mitteilen, dass er keine Nahrung mehr möchte? Oder dass er dass diese Nahrung gerade jetzt nicht mehr möchte, sondern lieber einen Happen von anderen? Das geht wirklich nur, wenn man sich auch darauf konzentriert. Das macht sich auch meistens erst für Otto Normalverbraucher nach dem Essen oder sagen wir es plastischer, nach der Unterhaltung, der Serie, dem YouTube oder was auch immer, da macht sich das bemerkbar, einem Völlegefühl oder man hat noch Appetit, obwohl man eigentlich quantitativ schon genug gegessen hat. Gerade die feinen Nuancen, die werden wir nicht erkennen und ja, einfach nur besinnungslos im wahrsten Sinne des Wortes essen. Auch damit, dass wir wissen, dass wir 100% unserer gekauften Nahrung im Endeffekt verzehren können, dass sie nicht giftig ist, dass sie aus dem Laden gemacht haben und wir uns nicht konzentrieren müssen oder gesund draufsteht und vital. Das hilft uns in dem Sinne nicht wirklich. Wir lassen quasi andere entscheiden, was gut für uns ist, für unseren Körper, anstatt wirklich die Aufmerksamkeit darauf zu legen, was wir jetzt essen wollen. Und beim Essen auch. Macht dieses Experiment. Es ist wirklich eine Umstellung auf jeden Fall, aber nicht so schwer. Ihr werdet ein komplettes neues Essensgefühl und damit auch Lebensgefühl bekommen und euch definitiv besser und gesünder ernähren, weil ihr einfach eine bessere Rückmeldung habt. Und hört da jetzt auch auf, ich höre schon wieder die Ausreden und warum und weswegen nicht und so weiter. Einfach machen, einfach probieren, dem wirklich eine Chance geben mal im Monat. Wenn ihr euch mehr auf etwas konzentrieren könnt, da ist die Qualität immer besser, egal ob das im Sport ist oder in der Arbeit oder beim Essen. Und was kann es denn Wichtigeres geben als die Konzentration, wenn man isst, 3-4 Mal am Tag auf eine optimale Nahrungsaufnahme zu lenken? Ich habe seit gestern wieder umgestellt und werde das auch jetzt, solange mein geistiger Zustand das auch zulässt, wieder voll auf EOD zurückschwenken, mit dem Wissen eben jetzt, dass exakt diese Fokussierung auf das Essen ohne Ablenkung der Grund war, warum ich so leicht abgenommen habe und warum ich auch in den 5-6 Wochen jetzt wieder zugenommen habe. Auch da habe ich meine Ernährung nicht geändert. Ein weiteres Experiment, was ich in den letzten 10 Tagen durchgeführt habe, war die lustige Darmsanierung. Wie das gelaufen ist und wie ich diese beiden Produkte beurteile, das könnt ihr in diesem Video sehen. Denkt daran, auch diese Woche ist der Live-Talk am Mittwoch, 20 Uhr geht's los und wegen Silvester, ansonsten ist er ja immer Donnerstag und ich werde auch mindestens eine Stunde zur Verfügung stehen. Webcam ist an, ihr könnt mich sehen, ihr könnt einfach anrufen. Wenn ihr das Bedürfnis habt, mit mir zu reden, mir was mitteilen zu wollen oder eine Frage zu stellen oder was auch immer. Was ihr dafür installieren müsst, das habe ich in der Anleitung als Video schon mal veröffentlicht. Auch oben in den Infokarten oder vielleicht tue ich es hier einblenden. Ja, also wer nach den Weihnachtsfeiertagen oder sich als guten Vorsatz für das neue Jahr vorgenommen hat abzunehmen, den empfehle ich nun wirklich bedenkenlos EOD und ich bin auch mit am Start. Das heißt, wenn ihr da Probleme habt, Fragen oder was, auch in die Kommentare, da könnt ihr dann fachsimpeln. Ich wage zu behaupten, dass es nicht so viele Menschen gibt, die so viele Dinge, was das Abnehmen angeht, wie ich ausprobiert haben und auch über so eine lange Zeit und so eine große Abnehmerfahrung haben. Also bitte versucht meine Kompetenz anzunehmen. Essen ohne Denken, es ist der einfachste, natürlichste Weg abzunehmen. Also dann, macht's gut und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Tschüssi.